Sven, was hat dich als Kind glücklich gemacht? Hui. Das ist ja eine nette Frage. Oh, ich war unheimlich gerne im Zoo. Das war so der Ort, der für mich am allerwichtigsten war in Hannover. Ich war ganz viel im Zoo und da war ich super gerne. In Hannover, den kenne ich auch. Hast du dich als Kind einmal arm gefühlt? Ja, ich komme nicht aus reichen Verhältnissen und meine Mama hatte sehr wenig Geld, als ich klein war. Also für mich war das, ich würde nicht sagen, dass wir wirklich in dem Sinne arm waren, aber wir hatten schon weniger als die meisten anderen Kinder und mit denen ich zur Schule gegangen bin. Allerdings war in dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, waren die meisten Menschen hatten nicht viel Geld. In Farnheide in Hannover und von daher ist es mir dann vielleicht auch nicht so sehr aufgefallen, aber später dann schon. Stimmt die Gleichung reich gleich glücklich? Also es gibt ja ganz viele Studien dazu, zur Ökonomie des Glücks und die zeigen, dass Menschen, die arm sind, sind auf jeden Fall weniger zufrieden als Menschen, die reich sind. Und gerade in einer Gesellschaft mit Ungleichheit sind die Reichen tendenziell glücklicher als die Armen. Aber insgesamt macht Reichtum nicht glücklich, sondern sobald die Grundbedürfnisse befriedigt sind, wird eine Gesellschaft als Ganze nicht mehr glücklicher und das gilt auch dann für die Reichen. Und am glücklichsten sind Menschen in Gesellschaften, wo der Unterschied zwischen Arm und Reich nicht so groß ist. Und letztlich ist Lebenskunst natürlich immer ganz stark was Persönliches. Und es gibt sowohl natürlich Menschen, die recht glücklich sind, die wenig haben, und Menschen, die unglaublich unglücklich sind, die viel haben. Und wenn man sich zu sehr um sein Geld sorgt und zu gierig wird, dann macht das natürlich auch schon selbst unglücklich, weil man von der Habgier besessen wird, statt nach dem guten Leben zu suchen. Welche Auswirkungen hat Armut auf die Entwicklung von Kindern? Ich glaube, das ist wie ein Krebs, der alles zerfrisst, weil an einer Gesellschaft, in der der Materielle so wichtig ist wie in unserer und gerade Kinder sich davon ja noch nicht so stark lösen können, wie man es vielleicht später zumindest versuchen kann, ja, ist das ein ständiger Makel, der einem anhaftet. Und erstmal glaube ich, dass es von daher was ganz Belastendes ist, wenn man bestimmte Dinge nicht hat, die andere haben, nicht einfach mitfahren kann zu irgendwelchen Gemeinschaftsaktivitäten, von irgendwelchen Ausflügen bis hin zu Urlaubsreisen und das Reden darüber, was hat man alles Tolles gemacht und es sich vielleicht selbst nicht leisten kann. Das ist, das glaube ich, was ganz, ganz Bedrückendes. Und zum anderen ist natürlich so, dass Armut vererbt wird. Und dass auch die Eltern, wenn die selbst arm sind, denn daran hängt ja die Kinderarmut, dass die das natürlich auch weitergeben und deren Unglück, das damit verbunden ist, weitergeben. Und das ist vielleicht das Schlimmste, dass die Armut auch die Chancen auf den eigenen Aufstieg nimmt. Kinderarmut, was würde Jesus dazu sagen? Ja, Jesus liebte die Kinder und da gibt es viele biblische Geschichten, wo das deutlich wird und vor allem ist der Kernpunkt christlicher Ethik und natürlich die Orientierung am Schwächsten und dessen Bedürfnisse in das Zentrum des eigenen Handelns und des eigenen Wollens zu stellen. Und das Kinderarmut ist auf jeden Fall höchst unchristlich und ist auch der Grund, warum sich die Kirchen so stark in diesem Feld engagieren. Was würdest du einem armen Kind ins Poesiealbum schreiben? Oh, ich glaube letztlich nichts anderes als einem anderen Kind. Also ich glaube, einfach das Wichtigste ist für jedes Kind, glaube ich, erstmal von anderen gemocht zu werden, wertgeschätzt zu werden, ob arm oder reich. Letzte Frage. Stell dir vor, du machst bei einer Posterkampagne Werbung für mehr Kinderlobbyismus. Was müsste als Werbespruch auf dein Poster? Schwere Frage. Ui, ja, voll schwer. Kinder an die Macht. Sven, danke dir für das Interview.